Ja, Reini, zeig du mal, wie du deine Messer schärfst. Ja, das mache ich sehr, sehr gern, und zwar mit dem Feldkniven CC4. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann und warum ich den so gern habe, weil er für so viele unterschiedliche Messertypen einzusetzen ist, wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossum vom Survival-Shop Bio Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. CC4, das ist mein Lieblingsschleifstein, mit dem ich so gut wie alles mache. Es gibt aber Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es, dass ich habe den in jeder Tasche, also ich habe da 5-6 Stück davon, und zwar wird ausgeliefert in so einer Lederscheide. Dann eben hast du CC4, Keramik und Keramik. Es gibt auch einen DC4, da ist statt dieser weißen Keramikplatte eine Diamantplatte, und es gibt auch die Pfeile, habe ich auch einmal alles vorgestellt, und gibt es natürlich alles bei mir im Shop, das ist ganz klar. Aber ich verwende meistens den CC4, und wenn du dir den so anschaust, diese graue, ja, fast nie, weil ich immer darauf achte, das Messer halbwegs scharf zu halten. Denn wenn ich wirklich bei einem Machete zum Beispiel eine Scharte reinhaue, also dann ist der sowieso nicht das Richtige, dann muss ein anderes Werkzeug her. Sondern der ist dafür da, um dein Messer scharf zu halten. Das ist die Idee. Nicht ein stumpfes Messer wieder scharf zu machen, da brauchst du viel Energie dazu, da würde ich was anderes nehmen, sondern den verwende ich, um mein Messer scharf zu halten. Nur jetzt so von der Begrifflichkeit her und wie ich das einsetze. Das hier zum Beispiel, das ist das Saki Neck Knife von Schmiedeglut, das ich momentan im Test habe. Und das hat eine sekundäre Phase bei dem Flachschliff. Und ich setze das auf dieser, also wie gesagt, ich bin kein Messermacher und kein Schleifexperte, behaupte nicht. Ja? Ich zeige dir nur, wie es ich mache. Und ich bin mir jetzt sicher, dass es den einen oder die andere gibt, die mir gute Tipps geben mag, dann mach das gerne per Kommentarfunktion. Aber ich mache es ganz einfach so. Ja? Schau her, ich setze genau auf dieser Schleifkante, auf dieser sekundären Phase setze ich das an, halt den Schleifstein so, dass die Daumen oder der Zeigefinger nicht sichtbar sind, also da schön festhalten. Ich sitze hier übrigens auf so einem umgefallenen Baum, und es gibt da auch eine Technik, die mal der Remiers hier gezeigt hat, indem er das hier einbaut in ein Holzstück, damit man ohne das halten zu müssen schärft. Auch das kann man tun, aber mit ein bisschen Übung geht das so auch. Gut, da jetzt die sekundäre Phase, und dann bewege ich das Messer. Und am Schluss drehe ich den Schleifstein noch ein bisschen mit, damit dieser vordere Teil der Spitze noch mitgeht. Ist das perfekt? Nö. Funktioniert es bei mir? Ja. Habe ich die schärfsten Messer der Welt? Nein. Aber bei mir funktioniert es, und warum sollte es dann bei dir nicht funktionieren? Muss das nicht so tun, aber ich kann dir nur sagen, das funktioniert ganz gut. So, das war jetzt bei dieser Art. Auch da jetzt habe ich einen Hohlschliff und dann noch einmal eine sekundäre Phase drauf bei diesem K-Bar-Messer, und da funktioniert das genau nach demselben Prinzip. Also du kannst es einerseits, wenn du jetzt zum Beispiel da jetzt irgendwelche Teile hast, die verbogen sind bei diesem Anschliff hier, ja, dann kannst du das einmal so auf diese Art und Weise ausglätten, bügeln, grad machen. Aber dann, um es scharf zu halten, und das ist die Idee dahinter, ist diese Methode meiner Meinung nach die beste. Für mich zumindest. Du kannst das auch anders sehen. Und das machen wir jetzt nicht so. Schön langsam, mit Bedacht, dem Messer ein bisschen Liebe schenken, und dann wirst du sehen, das funktioniert schon. Daher lass die Messer gar nicht so stumpf werden. Und es kommt auch immer wieder die Frage, reine balliger Anschliff. Ja, wie machst du das bei einem Feldkniven? F1, ich habe jetzt leider keins hier, weil ich es wieder nicht finde, so wie immer in meiner riesigen Kiste mit den vielen Messern. Ich habe jetzt ein Knall, das gebe ich zu. Aber da mache ich es auch genau so. Ich setze an, da ist die sekundäre Phase, zum Beispiel diesen Next Tool Flagship Pro, ein bisschen höher. Das heißt, ich setze auch den Winkel hier etwas anders an, damit er genau auf diese Sekundärphase, glaube ich, heißt das, angesetzt ist, und fertig. Und da das relativ gerade ist und nicht nach oben geht, also nicht nach oben zieht, ich kenne die Fachbegriffe nicht, das ist mir auch wurscht, ja. Für alle, die da echt, ich habe oft das Gefühl, dass manche Zuschauer richtig Schmerzen haben dabei, wenn ich nicht weiß, wie das heißt. Ja, weil ich nicht die Terminologie der Messerexperten habe. Aber die Spitze zieht sich nicht nach oben, und daher drehe ich den Schleifstein nicht nach außen, sondern ich mache es im Endeffekt gerade, weil ja, das da einfach nicht notwendig ist. Ja. Aber da muss ich einen anderen Winkel wählen, weil sonst schleife ich mir mit der Zeit, nicht gleich am Anfang, aber schleife ich mir mit der Zeit dann noch einmal eine Phase drauf, was ohnehin mit der Zeit passieren kann, wenn man ein bisschen nicht genau arbeitet. Aber zurück zum balligen Anschliff.
den ziehe ich auch ganz genauso ab. Ich habe das im Gefühl ungefähr so und mache halt dann da noch einmal sozusagen eine zusätzliche Phase rein. Und daher einfach das Messer, egal welches du hast, außer es ist ein Wellenschliff, dann natürlich nicht bei einer glatten Schneide. Du setzt an in den Winkel, der für dich passt, oder dir das Messer durch diese Phase hier, durch diese sekundäre Phase, die da angegeben ist, und ziehst ab. Und zwar das Messer, nicht den Schleifstein, sondern das Messer, schön gemütlich. Du brauchst da jetzt auch nicht draufpressen. Das brauchst du gar nicht. Aber auch nicht. Ganz normal draufsetzen, das Gewicht des Messers, vielleicht ganz leicht ein bisschen an Druck machen, wirklich nur ganz leicht, also nicht fest, ganz leicht, und ziehst es ab und das machst du. Und jetzt stell dir vor, das ist eine richtig schöne meditative Tätigkeit. Und das kannst du beim Fernsehen machen, Netflix schauen, oder? Ich schaue fast nicht fern. Das kannst du dann irgendwann einmal blind machen und so kriegst du das Messer richtig schön scharf. Oh, jetzt kommt Sturm auf, da muss ich ein bisschen aufpassen, ich werde jetzt aufs Tempo drücken und das war's dazu. Man kann dann auch noch hier mit diesem Leder, hat mir mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, jetzt gegen, ja, ich merke da jetzt dann nicht mehr allzu viel, aber vielleicht bin ich da nicht sensibel genug. Du kannst jetzt hier dann noch einmal nicht reinschneiden, sondern gegen den Schliff, das hier dann noch einmal abziehen, um dann noch einmal zu glätten. Ja, mag sein. Ist dann noch einmal ein bisschen zum Rasieren. Oh, ich rasiere mich. Mache ich sicher nicht. Ich mache diese Tests nicht. Ja. Ich halte davon auch überhaupt nichts. Und du merkst es ja dann eh. Also wenn ich ein Rasiermesser habe, dann rasiere ich mich natürlich damit. Aber da ich mich mit dem eh nicht rasieren mag, ich mag mich überhaupt nicht rasieren, wie man momentan sieht. Nein, ich komme nicht dazu. Ja. Und dann kann ich wieder damit arbeiten. Und das merke ich ja dann eh, ob es durchs Holz geht. Und ich bin halt der Outdoor-Messer-Fetischist und ich verwende es halt Outdoor. Und das ist die Idee dahinter. Und wenn ich da reinschneide und sage, oh ja, oh, das beißt, dann bin ich zufrieden damit. Das ist mein Ansatz. Und jeder, der das anders haben will und irgendwelche Spezialschleiftests mit irgendwas durchbrechen haben will, soll mir auch recht sein. Ja, jedem das seine. Das war's. CC4 kann ich dir hundertprozentig empfehlen, wenn du dein Messer scharf halten willst. Und daher, natürlich alles billige Eigenwerbung, gibt es bei mir im Shop. Und also wenn mich jemand fragt, für Outdoor, fürs unterwegs dabei haben, vielleicht für eine längere Tour, CC4 ist die erste Wahl, nicht den DC4, weil der ist dann dafür gedacht, wenn ich schon ein bisschen Schnupfer habe und vielleicht auch die kleinen Ausbrüche habe, aber da brauchst du dann auch wirklich Zeit und Liebe. Und bei dem, nachdem du das Messer ein paar Mal benutzt hast, einen Tag draußen geschnitten hast und du merkst, aha, da fehlt der Biss, nimmst du raus aus dem Sackerl, fertig und bist dabei. Das war's. Link zu den Produkten hier, ja, die findest du unten natürlich in meinem Shop oder auf Amazon, wenn du dort lieber kaufst. Jetzt kannst du mal einen Kommentar schreiben, das wäre auch cool. Bitte für den Algorithmus. Nein, Spaß. Schreib mal ganz einfach, wie du Messer schleifst, was du von den CC4 hältst, das du verwendest. Das würde mir sehr freuen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wieder magst. Abo da lassen, da geht's zum CC4 in meinen Shop, ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut. Und jetzt hau ich ab hier. Bis dann und ciao, ciao.